Willkommen zurück zu Dave the Diver. Ich wollte noch mal fix abchecken. Ja, wir haben gerade nur den Nebenauftrag. Das können wir aber nur beim Nachttauchen machen. Und ansonsten haben wir nichts. Da können wir gerne einfach mal runtergehen, ein bisschen Fisch sammeln, ein paar Ressourcen sammeln. Mal schauen, was wir alles finden. Meine Katze schaut mich böse an. Wahrscheinlich will sie kuscheln. Oh mein Gott, was kommt von hinten? Ach du Scheiße. Das ist ja geil. Ist es ein Blauwal? Ist es ein Buckelwal? Ein Buckelwal, ja Mann. Er ist so groß, dass dass das blaue Loch gegen ihn klein wirkt. Ein Buckelwal. Das ist ja nice. Ich will dem folgen. Nein, nicht der. Wahrscheinlich der Gelbe dann. Schnappen wir uns erstmal das hier. Ja, ich wollte die gelben Fische. Sehr schön, genau. Den hatten wir noch nicht. Schön. Jo, den Kerl brauchen wir ja auch. Und zu uns. So. Den Buckel haben wir jetzt leider verpasst, aber ist ja nicht schlimm. Wir schauen einfach mal, ob wir neue Fische finden. Anscheinend nicht der. Wir können ja hier noch reinschauen. Und ich glaube, den haben wir noch nicht. Schön. Schön. Ein paar Sachen erledigt. Den sollten wir auch direkt fangen. So wie den. Okay, haben wir auch die schon? Ja. Okay. Muscheln werden anscheinend auch sehr, sind auch anscheinend sehr gefragt hier. Ja, dachte ich mir. Kilo haben wir jetzt im Gepäck. Hier ist ein normaler Hai. Brauchen wir die? Alter. Ne. Hä? Das geht nicht. Schön. Eine Lungenqualle. Die haben wir nicht mal. Zwei Schüsse reichen aus. Tentakel einer Lungenqualle. Das ist neu. Auf. Auf. Schön, schön. Also. Nehmen wir mal ein bisschen Sauerstoff. Haben wir das fette Vieh hier? Oh, das ist so geil, dass man jetzt hier so einen kleinen Schwimmboost hat, ohne dass man Sauerstoff verbraucht. Oh.
Den kriegen wir gerade so. Aber den grünen Bollenkopf haben wir. Aber Geifisch. So, schwimmen wir mal weiter. Haben wir die Viecher, ja, oder? Ja. Was ist hier? Eine silberne Schüssel. Haben wir die kleinen Fische da? Ah nein, ich wollte nicht den. Ja, der Clownfisch. Und der blaue, nicht der gelbe. Ich will den blauen. Yes, den haben wir auch noch nicht gehabt. Geil. Ja, nee. Aber ich kann das ja gerne mal ein bisschen einsetzen. Nehme ich. Och, der Arme. Hey. Komm zu mir. Salz. Einfach fix durch. Nee, brauche ich jetzt nicht. Gut, dann tauchen wir mal noch ein bisschen weiter nach unten. Das ist jetzt voll, ja. Die roten habe ich aber auch schon, ne? Ja. Sicher ist sicher. Die habe ich auf jeden Fall. Wen haben wir denn hier? Oh, ja. Okay, jetzt sind wir unter den 50 Metern. Oh Gott. So. Solange ich keine allzu großen Fische hier einsammle, sollte ja alles passen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja. Okay. Ach komm schon. Was finden wir hier? Nö. Ach, diese Höhle. Hier ist Sauerstoff drin, ne? Ja. Was haben wir hier? Da ist schon wieder der Tigerhai, aber... Na, möchten wir gegen den Tigerhai kämpfen, ist die Frage. Nice. Aber was wir ja gern tun können, also ich bin mir bei dem gerade nicht mehr sicher. Und ich bin bei dem hier gerade tatsächlich auch nicht mehr sicher. Haben wir den schon? Ja. Na, komm her. Ach, den habe ich doch auch schon safe, ne?
Na komm. Habe ich den hier schon? Auch. Und wir gehen hier rein, denn wir haben ja gesehen, dass es hier Fische geben muss, die wir noch nicht haben. Sollte ich mich hier mal fix anschauen, aber ich sehe hier gerade nichts. Der ist ja nervig. Ach nö. Au, jetzt bin ich vergiftet. Dich können wir direkt mitnehmen. Ansonsten keine Ahnung. Gewöhnliches Katzenfutter. Ja, komm rein. Ein Sternkugelfisch. Gut. Sein Inventar ist fast voll, deswegen könnte ich hier an sich auch gar nichts mehr so richtig machen. Einfach mal nett ein paar Sachen gesammelt. Glück gehabt. Ich lasse dich am Leben. Das gibt schlechtes Karma. Aber naja. Den großen Fisch will ich nicht, aber ich würde den da vielleicht nochmal probieren. Und mit dem großen Fisch meint ihr jetzt ein Tigerhai. Ja, komm her. Reicht doch langsam. Was soll denn das Weggerenne? Doch, da haben wir ihn. Und wir sind, natürlich sind wir voll. Was können wir denn hier noch finden? Oha. Okay. Das klingt heftig. Oh nein. Oh, ich habe den falschen Fisch erwischt. Nichts mehr machen. Ist hier irgendwo ein Aufstieg? Genau, perfekt. Ich hätte sonst versucht, mit der Bombe den Tigerhai zu killen, aber wir haben jetzt sowieso gar keinen Platz mehr. Und da tauchen wir einfach mal auf. Jetzt ist es Nacht. Okay. So, wir wollen tauchen. Was wollen wir denn hier abgeben? Ah ja. Schön. Und schon wieder. Titan-Drückerfisch und großer Barracuda.
Die werden wir sammeln. Spiegelei-Qualle versuche ich auch wieder zu finden. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Seegras kann ich allgemein irgendwie nicht finden. Ja, rosa Muscheln und auch die orangenfarbenen. So. Ja. Ich finde das irgendwie ganz komisch. Wir behalten das erstmal. Ah ja, und die Nebenmission bestand darin, Moränen-Curry zu servieren. Moränen findet man nachts. Naja, keine Ahnung. Versuchen wir, die zu finden. Schön. Scheiße, als ob die mich direkt angreifen. So. Da haben wir doch mal den ersten Fisch gefangen. Wenn wir schon hier sind, da würde ich auch möglichst viel Fisch fangen. Ich weiß auch nicht, wie oft wir herkommen werden. So. Was gibt's hier? Schmutz. Schaden. Ist auch interessant. Eine Würfelqualle. Ja, Tage auch richtig. Ah, scheiße. Jo. Starkstock. Nehmen wir. Okay, da ist ein Hai, aber ich glaube, den kennen wir ja sowieso schon. Was wir jetzt brauchen, sind Makrelen, oder wie die heißen. Aber ich habe auch gar keine Ahnung, wo die zu finden sind. Och. Komm schon. Okay, wir haben hier wieder einen Fisch. Oh Gott. Der Kugelfisch mich so hart fickt. Jetzt habe ich keinen Sauerstoff mehr, oder was? Geh weg! Komm, hier war doch irgendwo eine Sauerstoffflasche, oder? Jo. Junge. Sehr schön. Hier ist einfach alles gefährlich auf einmal. Mit dem Hai will ich nicht kämpfen. Wir müssen hier konzentriert sein. Braune Muschel wollte ich nehmen, ja. Im Notfall werfe ich das weg. Das ist für mich völlig fein. Oh nein. Oh Gott. Warum sind hier so viele Fische?
die mich töten wollen. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Sind die Fische? Nice. Okay, hier haben wir ein wenig Sauerstoff. Sehr schön. In Ruhe. Oh, da ist es. Oh mein Gott, sind das Piranhas? Okay. Scheiße. Meine Fresse, warum sind denn hier so viele? Kein Sauerstoff mehr. Oh, Scheiße. Nein. Irgendwo. Gib mir Sauerstoff, gib mir Sauerstoff. Scheiße. Schaffe ich doch nicht. Komm schon. Okay, im Notfall haben wir die. Okay. Wir gehen einfach an die Oberfläche. Ich kann hier nichts mehr machen. Sonst verlieren wir einfach den Rest. Aber gut, huch, das war knapp. Das war knapp. Nachttauchen ist echt anstrengend. Und da würde ich tatsächlich dann, glaube ich, das Streuschuss nehmen. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir von so kleinen Fischen so angegriffen werden. What the fuck, was sind denn das? Sind das die Viecher? Nacht. Dass noch diese Viecher, eine pelagische Art, die Schulen bildet und die Schulen bildet und in der indisch-pazifischen Region in der Nähe tropischer Gebiete vorkommt. Ah, die Schulen bildet, ja, weil die so eine Gruppe ist, ja. Sie bewohnt vor allem felsige Küstenregionen und ernährt sich hauptsächlich von Krustentieren. Warum auch immer er mich dann angreift. So, Moräne. Lang und schlank
mit einem dicken, schuppenlosen und panzerartigen Fell und einem breiten, dünnen Schwanz. Kann sich großenteils zwischen Felsen verstecken, wobei der Kopf kaum herausschaut und nach Beute Ausschau hält. Oh, ich habe mich hier gerade gefühlt wie bei Elden Ring. Meine Fresse. Ein Moment. Hier, guck's da. Ja. Lass uns rübergehen und das direkt machen. Wer seid denn ihr jetzt auf einmal? Yeah. Nice. Ah ja. Das war das, was wir sowieso. Gut. Ja, wir erforschen einfach alles. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Oft genug gesehen. So, und zack. So. Hier haben wir was Neues, aber wahrscheinlich auch nichts Kostenloses, ne? Nice. Oh, okay. Was gefällt hier uns am meisten? Ich mag das Persönliche tatsächlich. So, dann gehen wir wieder zum Menü. Ja. Und verfeinern wieder einfach alles. Yes. Auch wenn es immer noch super cool ist. Frisst es aber doch Zeit, das immer wieder zu sehen. So. Dann können wir das veredeln. Das veredeln. Ich wünsche, es gäbe hier so ein Alles-Veredeln-Taste. Auch die ganze Zeit so hin und her geworfen. So. Ja. Das mache ich mal ganz fix. So, was fehlt uns hier noch? Alter, kann man hier jetzt viel verfeinern. Ich hoffe, der Titan wird jetzt nicht weg sein. So. Das war's jetzt, oder? Schön. Gut, dann bieten wir das hier an. Ja, alles. Machen wir noch hier und dann Auto kochen. Wir machen einfach alles auf Auto kochen, sicherheitshalber. Mir gerade nämlich nicht gemerkt, was wir. Oh ja, wir können ja sogar noch was machen. Ja, dann wieso nicht? So. Wir haben unser Menü fertig. Haben wir auch hier alles erledigt. So. Ja. Und ansonsten haben wir hier einige neue Fische gefunden. Sehr schön. Ja, es sind jetzt nur noch die unteren, die fehlen, aber an sich die oberen haben wir jetzt auch erledigt. Schön. Ja, starten wir mal. Den nächsten Abend.
Ach nee, wir brauchen zwei Muren. So ein Schwachsinn. So. Tee. So, wen gibt es hier noch so? Level Bier. So, bitteschön. Bier mache ich. So? Nee. Gut. Ja, das war ein kurzer Abend. Fühlt sich irgendwie falsch an, nur so kurz da gewesen zu sein, auch wenn wir jetzt auf die 5 Steine gestiegen sind. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Tag 11 und es wird sonnig. Ich wollte schon sagen, ich habe vorhin auf Wetterbericht geguckt und es sollte sonnig werden. Mit Leute, puh, ich habe versucht, es allein zu schaffen, aber es war zu schwierig. Ich habe mir ein bisschen Hilfe von Duff beschafft. Dank seiner Hilfe können wir deine Worte nun auch in die Sprache des Seevolks übersetzen. Wow. Ich bin auch neugierig, was sie zu sagen haben. Erst muss ich mich wieder zum Standort des Seevolks zurückbegeben. Fantastisch. Duff ruft an. Hm, worum geht's? Ich habe Zeit mit Lee's Chan verbracht und in Ruhe nachgedacht. Ach, das bist du ein Perversling, keine Ahnung. Und dabei wurde mir klar, dass ein Meister von Ehre anderen das zurückgibt, was sie ihm gegeben haben. Ja. Sag mal, Dave, bist du zufrieden mit deinen Waffen? Sie sind in Ordnung, sie können aber stärker sein. Jo. Dave, ich stimme dir da komplett zu. Dann ist es wohl Zeit, dass ich ins Spiel komme, sozusagen. Du bist schon längst im Spiel. Ich kann dir dabei helfen, deine Waffen zu verbessern. Danke, ja. Sie verbessern? Und wie machst du das? Okay. Ich verstärke sie oder baue diverse Extras in sie ein, wie Gift- oder Stromeinheiten. Aber es gibt da eine wichtige Sache zu bedenken. Nur Waffen, die hergestellt wurden, können verbessert werden. Aber das hast du dir vielleicht schon denken können. Oh, verstehe. Waffenverbesserung, das klingt ziemlich nützlich. Duff, du bist cooler, als ich gedacht habe. Was soll das denn heißen? Ich versuche doch nur, der beste Meister für Lee's Chan zu sein. Ich glaube, ich habe dir eine adäquate Erklärung gegeben. Jetzt kehre ich wieder in meine Feenwelt zurück. Auf Nimmerwiedersehen. Waffenverbesserung. Du kannst deine Schusswaffen jetzt in Duff's Weapon Shop verbessern. Sammle unterschiedliche Materialien und Waffenfragmente und verstärke deine Waffen. Yeah. So, wir haben hier auch nicht genug Geld. Das ist okay. Warte, wo ist die Waffenverbesserung? Ist ja hergestellt. Ich habe ja schon eine im Besitz. Ah, Upgrade mit Viereck. Oh. Ja. Ach du Scheiße. Unterwassergewehr. Oh nee, jetzt muss ich aussuchen, was ich davon haben will. Scheiße. Aber ich kann sowieso nichts verbessern. Doch, ich kann das machen. Was macht dann mehr Schaden? Ja, komm, wieso nicht? Die Waffe in dem aufgegriffenen Material verschwinden, abhängig von den Waffen eingeschaltet. Ja, okay. Also, ich habe keine Ahnung, wann ich zu dem ganzen Zeug komme. Und ich glaube, ich hätte das schon gerne. Toll. Wirklich toll.
So, und ich kann das auch verbessern. Aber da brauche ich noch einmal das hier. Und das können wir, glaube ich, auch machen. Aber wieso nicht nochmal? Ja, stimmt. Ach Gott. Ist schön. Ja. Und Schusswaffe nehmen wir mal die hier. Jawohl. Mehr Schaden. Das klingt geil. Hier kann ich nichts auswählen. Hier auch nicht. Was hast du im Shop? Was ist das? Ruf dein ferngesteuertes Wasserfahrzeug zum aktuellen Standort. Mit ihm kehrst du zum Boot zurück. In eine Region kann das Fahrzeug nicht gerufen werden. Okay. Ja, das findet man nur im Cobra Shop. Das findet man anscheinend auch irgendwo sonst. Aber ich mag das schon sehr. Nehme ich. Was haben wir hier noch? Guckst du? Ja, wir wollten hier nochmal. Wir haben eine silberne Trophäe bekommen. Wir wurden anerkannt. Danke für eure Unterstützung. Wir halten hier eine Katze. Momo sitzt niemals still. Stimmt, ich sollte mal zu Momo. Ja, in Banjo Sushi Bar verwenden wir nur den hochwertigsten Wasabi. Oh ja. Ah ja. Gut. Hier haben wir auch schon alles. Fantastisch. Fantastisch. Ja, zum Seevolk und ja, das müssen wir immer noch machen. Da wird die nächste Restaurant-Dingste kürzer ausfallen wieder mal. Aber naja, was soll man machen? Wir gehen dann einfach beim nächsten Mal tauchen. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Ciao.